Ja, wir bewegen uns gut, wir spielen gut. Jetzt auch über Nico Blank. Da ist Konrad Rehle frei. Und jetzt Konrad macht den Ball und es gibt Elfmeter. Ganz klarer Elfmeter. Und müsste auch eine Karte geben für Dennis Große. Rehle ist vorbei, legt sich den Ball vorbei. Und da ist die Hand am Fuß. Sehen Sie nochmal in der Wiederholung. Dennis Große kann sich nur noch mit einem Foul helfen, nicht mit der Hand, sondern mit den Beinen trifft er unseren guten Außenstürmer, offensiven Außenspieler. So dass sich Kevin Kickenhuber den Ball holt oder geben lässt vom Linienrichter und den Elfmeter ausführen wird. 27. Minute, die große Chance, jetzt die große Möglichkeit zum 1:0 und diesen Elfmeter darfst du kommentieren, Noah. Ja, Kevin Dickelhuber war diese Saison schon sehr stark unterwegs. 13 Tore, sehr viele Vorlagen und jetzt hoffentlich sein 14. Tor. Das war sehr schön, flinkere untere Ecke geschossen. 14. Saisontor. Kevin Dickelhuber, der Spieler des Monats April von den Stuttgarter Kickers-Fans, abgestimmt auf Instagram. Und damit steht es 1:0 für die Stuttgarter Kickers gegen den 1. FC Riedlersingen. Ahlen hochverdient, sehr hochverdient. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen und Riedlersingen greift wieder an über die rechte Seite. Die Kickersabwehr ist wieder formiert, aber Achtung, aufpassen! 1:1. Eigentor. Und so steht es nach knapp 30 Minuten. Oder nein, halt. Ich glaube, das war Foulspiel. Hier sehen wir es in der Wiederholung. Ja, wird er von hinten angerempelt. Zacharia. Klares Foulspiel. Große Möglichkeit hatten eben zum 1:1, wo aber dann Foul gepfiffen wurde. Jetzt Konrad Rehle schön auf Cholic und wieder Stiglubo in der Mitte. Und da hat er ihn und er rutscht knapp vorbei. Um Zentimeter verpasst Dickelhuber den Ball. Dennis Lohse hebt ihn auf, den Stürmer der Stuttgarter Kickers. Ja, da fordert er Kevin Dickelhuber. Spiel mir dahin und er bekommt den Ball. Und jetzt mit dem Kopf auf Dickelhuber, der ist im Strafraum, schießt mit links. Ah, und da ist Dennis Große da. Starke Beinabwehr. Toll gespielt, Cholic auf Dickelhuber. Und es gibt die vierte Ecke. Ja, Dickelhuber mit seinem starken linken Fuß. Aber der Torwart war da. Vierte Ecke. Ja, schade, kein schneller Konter. Doch, Dickelhuber hat den Ball. Barudi geht. Musk in schnell, spiel doch Kevin, spiel doch schneller, da spielt er auf Barudi und Barudi auf Moos, auf Moos, auf Moos, auf Moos, auf Moos, auf Moos, auf daneben. Mann, 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 wie viele Chancen brauchen wir noch? Schön gespielt von Dickelhuber, da spielt er dann auf Barudi. Ja, klar, im Zweikampf schwer zu spielen. Ja, das muss doch jetzt so langsam mal das 2:0 sein. Schilling, der Trainer zeigt dann, rotiert, bewegt euch viel, lauft ein. Das machen sie jetzt. Der Ball kommt rein und da ist das 1:1. Das Tor zählt. Das darf nicht wahr sein. 68. Minute. Die Nummer 7, Pascal Rassimus, trifft per Kopfball zum Ausgleich. Sehr bitter, nachdem die Kickers so viele Chancen hatten und jetzt direkt die erste Chance nun leider zum Gegentreffer führt. Ja, einmal verlängern mit dem Kopf und da war dann Rasmus da. Seitenwechsel, Riedinger. Reit übernimmt die Position von Barudi als linker Außenstürmer. Jetzt Ivo Cholic schießt, schade. Ein Bein dazwischen. Stark von Riedinger auf Rehle. Weg zurück auf Nico Blank und da ist nicht das Tor. Riedingers Ball hätte. Das zweite Tor sein müssen. Ja, beide, also Dickelhuber. Jetzt Dennis Zacharia schaltet sich ins Offensivspiel ein.
Kevin Diglober vor dem Torwart und da ist der Ball im Tor. Kevin Diglober, ein Wahnsinnstor, den wollte er so. Oh, 2:1. Kevin Diglober nutzt die Gelegenheit, dass Dennis Klose seinen Kasten verlässt. Und der Jubel ist groß. Ihr seht ihn. Kevin Diglober ist begraben von seinen Mitspielern. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung schön von Cholic auf Diglober. Und das war technisch ganz stark mit seinem starken linken Fuß. So, auch jetzt Malte Moos und links ist David Preik auf Kevin, schickt den David und jetzt erster Ballkontakt, Tor! Erster Ballkontakt von David Preik und es steht 3:1. Ja, endlich können die Kickers ihre Chancen verwerten. Direkt die zweite Chance nach dem 2:1-Tor haben sie direkt wieder verwandelt. So sieht man es doch jetzt endlich gerne und jetzt auch die verdiente Führung. David Preik kommt rein und macht das Tor zum 3:1. Oder Nico Blank in der Mitte. Jetzt, oh, was war das für ein Trick? Cholic schießt. Diglober hat den Ball und Elfmeter. Zweiter Elfmeter. Da wird Diglober beim Schießen getroffen. Die Rieder sind noch diskutieren zwar mit dem Trainer, aber mit dem Schiedsrichter sehen es hier nochmal. Ja, naja, jetzt habe ich nicht so viel gesehen. Nein, es gibt ja auch keine Elfmeter. So, jetzt einige seltsame Szenen. Doch, es gibt Elfmeter. Ja, jetzt hat Kevin Diglober die Chance für seinen Hattrick. Wäre auf jeden Fall verdient. Und dann wäre es auch schon das 16. Saisontor. So, schießt er wieder wie heute, wie sonst auch meistens in die linke Ecke. Kevin Diglober, Noah, mach, kommentier es. Und wieder ins linke untere Eck. Da ist der Hattrick für Kevin Diglober. Und es steht 4:1 für die Stuttgarter Kickers gegen Riversingen Aalen. Der gefaulte selber an allen Toren beteiligt. 2 Elfmeter geschossen, ein weiteres tolles Tor geschossen. Ja. Und dann noch die Vorlage auf David Preik. Wie man gerade nochmal gesehen hat, wunderschön platziert ins linke untere Eck wieder. Das sind halt seine Qualitäten. Und somit sind sie jetzt auch 4:1 verdient in Führung und können sich jetzt endlich belohnen.